Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 23. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Bevor ich beginne, möchte ich mein Angebot nochmal ankündigen. Dieses Angebot läuft bis 31. Dezember 2018. Eine Videoberatung, und das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für 25 Euro. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ihr dürft wählen. Wünscht ihr das nach indischer Astrologie oder nach westlicher Astrologie oder nach chinesischer Astrologie? Es ist ab sofort buchbar per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com oder über WhatsApp. Unten in Infobox befindet sich mein Nummer. In diesem Bild sehen wir die vier Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Und das gehört zum Feuerelement und ist beweglich, setzt etwas in Bewegung. Vollmond ist vorbei. Vollmond bedeutet, dass Sonne Mond gegenüberliegen. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge. Also ist immer noch gegenüber, aber diese Position, diese volle Mondposition hat Mond schon verlassen. Mond bewegt sich schneller als die Scheinbewegung der Sonne. Und das bedeutet, dass die abnehmende Mondphase hat begonnen. Und das eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll oder loslassen oder kündigen. Aber wir sollen auf dem Halbmondtagen auch achten, weil das bringt uns aus dem Gleichgewicht. Das ist immer Spannung, Nervosität, also das auch noch berücksichtigen. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und das gehört zum Luftelement. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und Jupiter auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Merkur, Jupiter bilden sich hier eine Konjunktion. Und das bedeutet, sie treffen sich, sie wirken gemeinsam. Und es handelt sich um Gespräche, Terminen, Verträgen. Und bei Jupiter geht es um Gerechtigkeit oder öffnet die Augen an Ungerechtigkeiten oder ein Rechtssystem, eine rechtliche Lage, werden Verhandlungen da sein. Aber Jupiter bedeutet auch Glück, Jupiter vermehrt gerne etwas. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage und das gehört zum Luftelement. Ich setze Venus hier zum Waage. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Feuerelement. Uranus ist rückläufig und befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann.
und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Das ist die Elementenverteilung. Wenn wir betrachten, wie das auf unserem Alltag wirkt, nur allein die Elementen, dann sollen wir Uranus, Neptun, Pluto rausnehmen und nur die persönlichen Planeten betrachten bis Saturn. Und das würde bedeuten, und das ist hier auch sichtbar, es fehlt etwas. Es fehlt die Gleichgewicht, und die Gleichgewicht gibt uns die Erde-Element. Das ist die fehlende Element. Also wenn wir die Erde-Element betonen, kommen wir mehr zum inneren Gleichgewicht. Und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Realität, Finanzen anschauen. Und so ist energetisch im Gleichgewicht. Saturn erdet auch und hält die Energien zusammen. Eigentlich gehört in die Mitte, aber ich habe jetzt mal so zum Tierkreiszeichen Schütze zugeordnet. Die Verbindungen. Mond verbindet sich zum Merkur und Mond verbindet sich auch zum Jupiter. Die beiden sind in einer Verbindung und Mond hat eine Verbindung. Mond verbindet sich mit Jupiter und Merkur. Und diese Verbindung löst Unklarheiten, Unsicherheiten aus. Man weiß nicht, wie das weitergeht. Und das ist eine rechtliche Lage, kann auch Investitionen bedeuten, Verhandlungen, Terminen, Verträgen. Und das geht auch vermehren etwas, aber durch die Mondenergie kommt eine gewisse Unklarheit, Unsicherheit. Eine Art, vielleicht, man weiß nicht, man kann das nicht einordnen. Das kann gut gehen und kann Gewinn bedeuten, kann auch zum Verlust führen. Also Unsicherheiten, Unklarheiten. Mond steht zum Saturn gegenüber und diese gegenüberliegende Position bedeutet wie eine feine Apothekenschale die Gleichgewicht. Wir müssen das im Gleichgewicht halten. Und hier handelt es sich um unsere Gefühle, das ist die Mondenergie, unsere Intuition, eventuell Mutterthemen. Und Saturn ist natürlich die Ernsthaftigkeit, das auch ernst zu nehmen, unseren eigenen Gefühlen. Und wenn das um Mutterthemen handelt, dann ist wichtig, ein Entgegenkommen, einen Schritt auf sie zuzugehen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, hier müssen wir das alles ausbalancieren. Mond steht zu Neptun, eine sehr schöne Verbindung. Mond und Neptun in Tierkreiszeichen Wassermann, Mond-Neptun-Verbindung, das ist die Intuition, die Inspiration, die Träume zum Leben. Bei Venus-Energie handelt es sich auch um Liebe, Partnerschaft, dieser Traum zum Leben. Das sind heute die Verbindungen. Mond in Tierkreiszeichen Zwillinge wirkt sehr gut zu allen Tierkreiszeichen, die zum Luftelement gehören. Mond wirkt auch sehr gut zum Tierkreiszeichen Widder und Löwe. Bei Schütze ist das anderes, weil sie liegen gegenüber und das heißt ausgleichen etwas oder vergleichen oder im inneren Gleichgewicht bleiben. Bedeutet diese gegenüberliegende Position auch wie ein Spiegel, in dieser Spiegel schauen und hier handelt es sich um die Gefühle. Mond hat einen Einfluss auf andere Tierkreiszeichen auch. Die benachbarte Tierkreiszeichen kommt Unterstützung. Und was ist die benachbarte Tierkreiszeichen bei Zwillinge? Einmal die Krebs. Und dann die Tierkreiszeichen Stier. Die Tierkreiszeichen Stier, da kommt Einflüsse von außen, das ist sehr vertraut und das hilft. Hilfe, Unterstützung von außen.
Mit dieser Mondenergie entsteht eine gewisse Unsicherheit bei Tierkreiszeichen Skorpion. Mond aktiviert bei uns alle etwas und entsteht Unsicherheit bei Tierkreiszeichen Steinbock durch diese Verbindung. Und Spannung, Unruhe, Nervosität verspüren dann die Tierkreiszeichen Fischen und die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen. Hier die Jungfraugeborenen. Das, was die Mondenergie auslöst. Mond befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Artra und hat auch einen Einfluss auf unseren heutigen Tag. Und das bedeutet, etwas Neues beginnen. Das ist diese lebendige Frische. Und auch jugendliche Aussehen oder Verbindung, Kontakt zu jungen Menschen. Und das war mein Tageshoroskop nach indischen Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.